So, moin moin. Ah, 3500 kW. Moin, moin. So, heute ein bisschen was kochen. Und zwar, ich habe mich entschieden, nicht drin zu kochen, sondern draußen zu kochen auf dem Gasgrill. Zip. Gute Alternative, wenn man zum Beispiel, wenn es zu warm ist. Heute, wir haben, wie viel Grad haben wir aktuell? Ich kann gerade mal kurz schauen. Aktuell haben wir knapp hier im Schatten auf dem Balkon, sieht man es, knapp 26, oder würde ich behaupten, 25, 26 Grad. Jo, ist arg warm. Ich muss kurz alles nur vorbereiten, wegen Schnibbeln und so. Das Essen besteht ausschließlich aus Foodsharing, bis auf ein bisschen Gewürze vielleicht, aber werde ich nicht viel brauchen, Pfeffer, Salz. Nee, ich glaube, selbst das Salz ist gerettet mittlerweile. So, ich komme gleich. Ich muss kurz das Zeug holen. Vier Stück kann man schon machen. So, machen wir einmal hier Karotten, hier Kartoffeln, alles gerettete Lebensmittel. So, ich muss nur ein paar Sachen holen. Moment. So. Gut. Jetzt gucken, wie das hier so aussieht. Jawohl. Ja, sieht gut aus. Sieht doch gut aus. Yes. Okay. Also machen wir mal noch die Soundbahn, damit ich höre, wenn jemand einen Kommentar schreibt. Welcome to Sound Science. Da ich ja jetzt eine neue Funktion habe, ich muss nicht mal die Kommentare lesen, sondern ich kann sie direkt mir vorlesen lassen. Finde ich eine geile Sache. Weil, hat schon Vorteile. Zack.
über ein Add-on, was es da gibt, ein Tool. So, machen wir an. Gut, jetzt müsste es rein theoretisch. Genau. Ich hoffe, man hört es richtig. Pumpe läuft ein bisschen im Hintergrund. Mein Handy muss ich noch einstecken. Kühlpumpe ist kaputt. Da haben wir eine neue bestellen müssen. Die ist am Arsch. Ich habe die vor ein paar Tagen probiert zu richten. Habe die auseinandergebaut. Hat aber leider nicht geklappt, so wie ich es vorhatte. Die muss ich jetzt noch ein bisschen laufen lassen, trotz allem, weil die halt nicht mehr so die Power hat. Ist ein bisschen doof, aber gut, was soll ich machen? Ist halt nun mal so. Ich hoffe, dass die neue dann, die hat ein bisschen mehr Leistung und die ist sogar günstiger wie die, wo ich jetzt habe. Und die hat mir freundlicherweise meine Frau spendiert. Die habe ich von ihr bekommen, die Poolpumpe. So, dann machen wir mal Käbelchen an. Gut, Handy haben wir am Start. Komme ich da überhaupt hin? Uiuiui. Warte mal, ich muss kurz gucken, ob ich da. Boah, meine Beine sind so fett. So. Gut, dann fangen wir mal an. Erstmal die ganze Scheiße schälen. Also, wie gesagt, achso, ich habe ja gar keinen. Ach, egal, ich kann nachher den Tisch putzen. Das ist alles von geretteten Lebensmitteln. Also, das ist nichts Gekauftes. Man kann gar nicht glauben, dass diese Sachen gerettet sind. Ne? Aber wenn in der Packung eins schlecht ist, also schimmelig, dann wird die Packung aussortiert vom Laden und kommt dann auf die Seite. Entweder holst du dann die Tafel oder wir. Da die Tafel nicht jeden Tag kommt zu den Läden, also das habe ich mal so erfahren, also nicht in, also ich gehe jetzt von unserer Region aus, ne? Ihr dürft nicht von euch ausgehen. Ist es nun mal so, dass teilweise an die geretteten Lebensmittel, mal kurz gucken, bin ich nicht im WLAN drin? Doch, ich bin im WLAN. Text-to-Speech enabled. Okay, ah doch, es geht, der Stream läuft. Gut. Ah ja, man sieht ein bisschen, was ich da mache. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall, das sind ausschließlich gerettete Sachen. Und wie gesagt, bei uns in der Region kommt die Tafel nicht jeden Tag in die Läden. Deshalb bekommt dann Foodsharing einen Teil und manche wollen mit der Tafel auch nicht kooperieren. Die Gründe sind mir nicht bekannt. Das ist mir auch scheißegal. Und jo. Ich sag mal, ob es jetzt die Tafel bekommt oder ich bekomme und die geretteten Lebensmittel. Also mir geht es ja um das, dass es gerettet wird. Wie im Endeffekt das nachher funktioniert, wenn es an die Bedürftigen geht, ist natürlich auch wichtig. Ich selbst habe auch nicht so viel Geld. Ist so. Ist Fakt. Ich könnte selbst sogar auch zur Tafel gehen. Ich habe mal einen Schein beantragt als Erwerbsminderungsrentner. Dann haben wir Foodsharing entdeckt und haben natürlich dann gesagt, nö, wir brauchen keine Tafel, weil von dem kann man auch leben und es leben noch 5-6 andere Familien davon. Dann haben wir gesagt, das passt uns. Soweit. Ich glaube, ich muss nachher kurz was zu trinken holen. Oh, hier draußen ist echt warm. Selbst im Schatten ist es warm. Wirklich warm. Ich hoffe, dass nachher das Wasser, da ich ja nicht in ein Freibad oder so gehe, vor allem nicht am Wochenende, da ist mir zu viel los, geht nicht. Agoraphobie. Und auf ein Viech dran, Alter. Verpiss dich! Ist das die einzige Möglichkeit für mich, irgendwie ein bisschen Abkühlung zu finden? Deswegen. Da seilt sich gerade eine Spinne ab. Wo kommt jetzt die her? Hau ab. Ja. Ein bisschen mehr herholen. Ne? Besser so?
Ich möchte mich testen, ob der Ton immer noch verzögert ist. Weil das ist ein bisschen nervig mit dem Ton. Ich kann das noch ein bisschen höher machen. Wir haben auch ein bisschen mehr Sicht. Ich muss die noch ein bisschen einstellen. Also das ist alles noch ein bisschen eine Einstellungssache. Wie, was und wo und wohin. Und ich bin ja noch in der Findungsphase, was das Streaming angeht. Wie hoch oder wie niedrig. Jo. Aber ich denke, so ist okay. Also, so kann man es lassen. Man muss ja mich nicht sehen, ne? So. Meine Kinder, die schreien schon, dass sie Hunger haben, also ich muss mich auch ein bisschen beeilen. Wobei auf dem Gasgrill, da sind so geile Temperaturen. Weil drinnen kochen heute, ne, never ever, nie im Leben. Vergiss es. Das ist viel zu warm. Und wie gesagt, Foodsharing ist schon eine coole Sache. Auch diese Kartoffeln sind auch von Foodsharing. Komplett. Da war vielleicht eine schlecht in der Packung. Meine Frau hat die abgeholt. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Die riechen auch normal nach Kartoffeln. Die sind nicht lummelig. Die sind schön knackig, fresh. Ich verstehe das nicht, warum man das wegschmeißt. Warum der Laden dann nicht einfach die Packung aufmacht. Sagt, okay, wir bieten das als Einzelprodukt an. Okay, das war halt wieder, dann brauchen wir wieder Mitarbeiter, wo das machen quasi, die Packung aufmachen, die schlechten raus, dann muss man sie wieder in eine Kiste rein, dass man sie dann anbieten kann quasi, aber das geht wahrscheinlich nicht als Einzelprodukt dann anzubieten. Also dieses Kilo für 50 Cent oder so, keine Ahnung. Gut, die Rettertüten gibt es ja auch, wo sie alles reinstopfen. Die gibt es ja auch die Möglichkeit. Aber wie gesagt, Ich bin ja schon froh, dass sie es nicht wegwerfen. Wobei ich es schon miterlebt habe, meine Frau auch, bei Abholungen. Man ist neugierig, man schaut auch mal in eine Mülltonne rein. Auch wenn man es nicht darf. Aber wenn die Mülltonnen direkt neben dem Sortierblatt sind und man muss es ja entsorgen, das Zeug. Man darf es ja in den Läden meistens entsorgen, die schlechte Ware. Also aus den Packungen raus. Und dann schaut man ja automatisch in die Mülltonne. Und dann sieht man auch mal natürlich auch da drin, wie Lebensmittel trotz allem weggeschmissen werden. Wobei, da kann es sich auch um Rückruf handeln. Also man darf es nicht rausnehmen. Aber ich sag jetzt mal, wenn da Paprikas drin sind oder auch Kartoffeln oder irgendwelches Obst, das hat mit Sicherheit nichts mehr mit Rückruf zu tun. Jetzt bei geschlossenen Verpackungen, sage ich mal, wie zum Beispiel Joghurt oder Käse, Wurst etc. Da gibt es ja manchmal so Rückrufe. Da kann es schon manchmal sein, dass... Also man soll es nicht rausnehmen. Das hat dann seinen Grund, warum es drin liegt. Laut den Ladenbesitzern oder den Chefs dort. Da hat es auch schon Probleme gegeben, weil vom Foodsharing jemand sich daran bedient hat. Hat es auch mal Ärger gegeben in unserem Bezirk. Gerade bei einer neuen Kooperation. Aber diese Leute kriegen dann quasi wie eine Art Abmahnung. Also in so einer Meldegruppe. Und kommen dann dementsprechend Ärger. Frag mich nicht, warum ich jetzt hier einen Stream mache, wie ich das Essen mache, aber irgendwie habe ich gedacht, mir ist so ein Schlangweilig nebenher. Vielleicht kommt jemand, wo ich ein bisschen labern kann. Meine Frau liegt im Bett mit der Tochter, die will schlafen. Da dachte ich halt, ja, muss ich erstmal ein bisschen Platz machen auf meinem Brett, Alter. Also ich schneide die ziemlich klein, die Kartoffeln. Nicht wundern, dass so wenig sind. Wir haben noch Nudeln dazu, wir haben noch Knödel dazu, ist alles gerettet. Da hat meine Frau eine Packung Barilla mitgebracht, eine Kilopackung Spaghetti-Nudeln. Die war aufgerissen im Laden. Und klar, das geht dann zu Foodsharing, bevor sie es wegschmeißen. Bin ich ja froh, dass es nicht weggeschmissen worden ist. Dass es hier landet. Ich schneide es ein bisschen kleiner für meine Kids.
gerade viel klein, dann kann die das besser essen. Aber wir haben nur eine Handvoll Nudeln gestern gekocht für die Kinder mit dem restlichen Essen von gestern Mittag. Da hat sie übrigens was Ähnliches gegeben. Heute gibt es wieder sowas in der Art wie gestern. Ich wünsche mal die gleiche Grundbasis, weil von dem haben wir ziemlich viel gerettet, das zeige ich nachher. Eine bestimmte Soße. Schneiden wir das alles mal klein. Frag mich auch nicht, warum ich immer gerne große Messer nehme. Ich hasse es, mit kleinen Messern zu schneiden. Meine Frau, die nimmt immer kleine Messer. Seht ihr noch live, wie ich mir gleich einen Finger schneide, prima. So. Hört drauf, was. Ein Massaker mit dem Finger live im Livestream. Das ist doch auch mal eine geile Sache. Das sind übrigens festkochende Kartoffeln. Also schon mal gute Dings gekriegt. Eine gute. Gut gerettet. Für sowas perfekt. Da haben wir eine ganze Kiste voll. Also so ungefähr, ich weiß nicht, ob man sieht, also wie das Brett und so hoch. Also nochmal so hoch wie das Brett quasi, wenn es hochkant steht. So eine Kiste voll haben wir bekommen. Aber wir hatten auch schon mehr, wir hatten schon ganze Boxen voll. Die geben wir natürlich dann her, die kannst du ja nicht lagern. Das ist ja nicht lagerfähig. Wenn die eh schon ein bisschen was haben, dann muss man die auch verarbeiten. Wobei die jetzt astrein sind. Die sind jetzt wie gekauft. Also als ob man sie frisch vom Laden gekauft hat. Schön saftig, nicht verrunzelt, gar nichts. So. Machen wir gleich die Karotten fertig noch. Die Karotten, die schneide ich so. Dann kochen die schneller durch. Sind gleich zu kauen für die Kids. Also hier kann man ja noch was lernen. Wie man sich einen Finger schneidet zum Beispiel. Also im Normalfall schneide ich mich nicht, das wäre heute Premiere. Also ich schneide mich sehr selten im Messer. Das wäre jetzt der Hammer, wenn ich mich jetzt hier vor der Kamera schneiden würde, müsste ich gleich einen Clip machen, Alter. Also halt gleich, sobald ich fertig bin, klippen. Das Massaker. Nee, das machen wir nicht. Heute wird sich nicht geschnitten. Aber ich muss nachher noch einen großen Topf holen. Der wird nicht reichen. Also, das wird eh extra gekocht. Die Kartoffeln, die werden extra gekocht. Und meine Frau meinte noch, ich soll einen Brokkoli dazu machen. Den muss ich nachher auch noch holen und schneiden. Na gut, den brauche ich eigentlich nicht groß schneiden, weil wir essen den Brokkoli immer komplett. Also mit Strunk quasi, ich schneide nur ein bisschen Strunk unten ab und den Rest kann man komplett essen. Also eigentlich dumm, wenn man unten den Strunk wegschneidet, komplett und wegwirft. Der schmeckt genauso, wenn man gut durchkocht, wie oben der obere Teil vom Brokkoli, nicht Rosen. Also habe ich Brokkoli gesagt? Brokkoli, ne? Der schmeckt genauso vom oberen Teil. Also man muss es nicht wegwerfen. Man kann alles verwerten von dem Gemüse. Also selbst mein Vater, der hat quasi früher diesen Abschnitt, hat er gekocht. In der Suppe, der hatte ein Netz gehabt. So ein kleines Netz. Und dann hat er es quasi, wenn er eine Gemüsesuppe gemacht hat, hat er alles geschnitten. Also geschält, geschnitten, etc. Hat es ein kleines Kochnetz gemacht. Und hat die ganzen Schalen, das hat er alles ausgekocht. Der hat immer gesagt, es gibt Geschmack. Ist auch so. Und Kochen ist ein Hobby von mir. Mache ich gern.
Auch jetzt die Scheiben ein bisschen groß aussehen, die sind nachher so butterweich. Die kann man sehr gut so in der Größe essen. Weil ich zermürb die nachher im Essen quasi. Es gibt heute ein Hähnchengulasch. Gibt's heute. Jetzt muss ich kurz einen großen Topf holen. Moment. Ich muss mich hier kurz durchquetschen wieder. Ich bin einfach zu fett für diese Welt. Aufpassen, dass kein Ei rausrutscht. Gebot 1 Zuschauer plus 1 Bäcker 20 Meter 45 S. Kuchen 90 Set Hallo winkende Hand Mittelwelle Hauptfarbe. Irgendwas redet da draußen. Irgendwas redet da draußen. Was redet denn? Ach, hallo. Guten Tag. Das ist lustig mit der Box. Aber irgendwie werden die Smileys vorgelesen. Das wollte ich eigentlich gar nicht mehr, dass es das macht. Aber irgendwie Emojis. Ich glaube, die tut er trotzdem. Ich glaube, Bots kann man ausschalten. Brauchen wir auch nicht. So. Brauchen wir nicht, Bots. Naja, kann auch sein, das hat noch ein bisschen Bugs, das Programm, keine Ahnung. Kuchen 90 Cent, was gibt's Gutes? Etwas ähnliches wie gestern, nur mit Hähnchenfleisch. Gulasch mit Hähnchenfleisch. Ja. Aber in Twitch ist gerade echt ruhig in letzter Zeit. Da ist echt nicht viel los. Oh. Also die sind auch gerettet. Alles gerettete Lebensmittel. So. Ja gut, die muss man auch langsam aufbauen. Aber ich glaube, von denen haben wir eh nicht mehr so viel. 90 Zelt ist halt voll. Da sind alle im Freibad. Ja, stimmt. Da sind alle draußen im Freibad, da hat keiner vom PC. Stimmt. Nur die Hardcore, die sind vom PC. Die Hardcore kaputten. Ja, im Winter ist natürlich anders mit den Leuten. Im Sommer ist da nicht so viel. Aber jetzt heute ins Freibad gehen wäre mein Tod. Würde ich. Nee, wäre mir zu viel. Zu viele Leute, wäre ich zu nervös. Nachher mal gucken, ob der Pool funktioniert und dann. Lieber unter der Woche ins Freibad gehen, da ist weniger. Morgens unter der Woche, wenn alle arbeiten sind. Oder Schule. Besser. Finde ich. Da ist schön ruhig, kann man chillen, da muss man nicht auf die Kindersorge aufpassen. Ich glaube, nächste Woche mal ins Freibad gehen morgens. Die Kids mal abmelden morgens und dann. Bei einem geilen Wetter. Ab ins Freibad. Kuchen 90 zählt ja zu viele Leute, ist eine gute Idee, grinsender Smiley. Ja. Ja, wenn zu viele Leute sind, ist auch. Und dann ist es auch nicht mehr schön, das Wasser ist dann so eklig. Man merkt dann auch manchmal, gerade bei uns im Ort, finde ich. Also früher war es so, wie es heute ist, weiß ich ja nicht mehr. So, die Zwiebeln mache ich wieder etwas größer wie gestern im Gräber. Aber früher. 90 Cent Sonnenmilch ist trüb.
Ja, Sonnenmilch, genau, da alles drin nachher, das ganze Zeugs und das ist nicht angenehm, finde ich. Ja, du blöde Zwiebel. Also lieber ein bisschen weniger los, die Pumpe schafft es richtig dort, alles rauszufiltern und keinen so einen ekligen Film drauf auf dem Wasser. Dann ist schon angenehmer. Aber mal schauen, wie das Wetter jetzt nächste Woche wird. Da ich am Donnerstag die Magenspiegelung habe. Da muss ich mal gucken. Mal abwarten. Hi Sohn. Kochen und nebenher streamen. So halt. Da musst du zur Mama gehen, aber die liegt im Bett. Muss gucken, ob sie schon aufgestanden ist. Ich weiß es nicht. So. Gut. Machen wir auch da mit rein. Ha? Mama hat ja gesagt. Was ja gesagt. Mama hat ja gesagt. Ich darf bei dir gucken. Ja, aber nicht, dass man. Nein, nicht dahin. Dann muss ich dir einen Stuhl holen und dann kannst du dich da drüben hinsetzen. Bleib da vorne, ich hol dir einen Stuhl. Warte. Dann kann ich dich. Dann kann ich dich platzieren. Oh, heute ist echt ruhig für Samstag. Nein, das ist mein Stuhl. Ja, aber da liegt doch was drauf, siehst du doch. Ja, du kannst hier hinsitzen. So. Aber du lässt die Kabel alles in Ruhe hier, ja? Setz dich hin, weil ich muss hier laufen. Da wird nicht dran rumgezogen, ja? Dann fliegt es runter. Bei dir bleiben und zugucken. Ja, kannst du ja. Was ist denn das? Überprüfe Ladevorgang zu langsam. 95 zählt der kleine Mann den helfen lachender Smiley mit offenem Mund. Immer noch Smileys werden gebracht. So, du fasst hier nichts an, ja? Hast du gehört? Papa muss kurz was holen. Ich sehe nur hier drin. Ja. Papa muss was holen. Sachen. Und 20 Finken. Ja, gell? So. Oh, ich hänge mir irgendwann mal noch die Eier hier auf. Ist da eigentlich sauber der Grill? Nee. Man muss mal hier rein machen. Ich hoffe, ich habe noch genug Gas. Sonst muss ich mal in den Baumarkt fahren. Da habe ich gar keinen Bock heute. Da ist bestimmt Hölle los. Oh. Pass auf das Kabel auf. Oh mein Fuß. Warte, ich muss das Kabel anders hinlegen. Sonst ich habe Schiss, dass du mir das alles runterreichst mit deinem Fuß. Jetzt kann nichts mehr passieren. Papa? Ja? Wieso kommt hier Feuer? Weil ich auch hier draußen koche, weil es drinnen zu warm ist. Ja? Ja. Drinnen ist so warm. So, das muss jetzt ein bisschen hier warm werden. Ja. Richtig. Heus? Ja. Ho, oh, dann können wir das nachher Papa, wegräumen, den Dreck. Ja? Guck mal, sieh mal das Blaue an. Das hängt hier. Ja, genau. Deswegen haben wir keine Wespen. Das hält vermutlich die Wespen sogar ab. Gell? Wieso hängt das dieser blaue? Wieso hängt dieser blaue? Weiß ich nicht. So, jetzt muss ich kurz einmal umbauen. Hier ist ein Licht. Da geht die Licht an. Ja. Wir dürfen halt Licht. Ja.
Das ist. Geh mal weg, Kabel. Ich tue mein Kabel da unten machen. Das ist für mich. Das ist für mich vom Garten. Ja. Das ist vom Garten. Boah, da unten sieht es aus wie Müllhalde. Das ist vom Garten. Mhm. Mhm. So, wenn jetzt Handy runterfliegt, dann ist scheiße. Dann ist es kaputt. Grill muss ich nur kurz sauber machen. Ja. Guck mal, das Kabel mache ich jetzt am besten weg, weil ich habe Angst, dass du mir das runterreißt. Weißt du? Hm? Diese Dimme lasse ist für mich. Ja. Das kommt vom Garten. Ja. Von uns. Ja. Das haben wir sauber. Auch oh, heiß ist es. Das ist auf jeden Fall heiß. Ja, hier ist sauber. Oh. Ja, ein bisschen sauber machen muss ich das. Wieso machst du das an? Hm? Weil ich auf dem hier jetzt kochen tue. Ja, du musst essen. Weil man auf dem Grill auch kochen kann. Ja. Ja. Nein, das weiß ich nicht. Muss man heute mal gucken, ob der jetzt sauber geworden ist. Ja. Ja, weiß ich noch nicht. Es so. Gut. Jawohl. So. Ich habe jetzt ein schönes. Noch ein bisschen ausbrennen lassen. Ich habe jetzt. Dann machen wir hier einmal ein Tüpfchen. Ich habe jetzt ein schönes Schmetterling gesehen. Ja. Schön. Hier ich hänge die Eier auf. Oh. Oh, wieso haben wir auch ein blaues? Bleib mal da sitzen, ich komm gleich. Wieso haben wir auch so ein kleines hier? Ja, ich weiß es nicht. Das hat Papa gut gemacht. Wieso hast du das blaue hier hingemacht? Das hat Mama hingemacht. Wieso hat das Mama hier hingemacht, hier oben? So halt. So, ich glaube, so sieht man nicht unser Kind, oder? Nee. Aber wenn hier Licht hängt. Muss ja nicht sein. Dann doch mehr Licht hier. So, uiuiui, heiß. So, jetzt können wir den da drauf. Fett ist ein bisschen verbrannt. Wir können halt nur nicht zumachen, sehe ich gerade. Ne? Das geht. Ja. Kartoffeln brauchen Wasser und Salz. Achtung. Warte mal, guck mal, du musst ein bisschen weit rein, ich habe wenig Platz. Sonst kann ich hier nicht laufen, ich muss hier ab und zu laufen. Wieso? Weil ich hin und her laufen muss. Weil ich ja. Die Essen sieht gut aus. Papa, darf ich die Essen probieren? Das ist so warm. So abartig warm. Boah. Ich muss hier zumachen, da steht die ganze Licht ins Haus. Ekelhaft. Ein bisschen Salz und Kartoffeln. Bisschen. Kochstudio. Voll Kochstudio hier. So, ein bisschen. Öl. Nicht viel, nur ein bisschen, damit es nicht gleich anbrennt alles. Achso, ich habe gar nichts zum Umrühren mitgebracht, ne? Guck hier. Hier, guck. Da. Karotte. Kannst du Karotte essen?
zu, ich hab da Kamera. Jetzt komm, lauf. Lauf auf die Seite, wo Carlos ist. Deshalb hat Mama hintermacht. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mich am Topf nicht feststehe beim Rühren und so. Das wäre nicht gut. Der Pool sieht sauber aus. Was? Sicher. Nein, ist der Pool sieht sauber aus, sagt ihr. Der ist sehr sauber. Der das ist sauber. Das sieht aber echt sauber, sauber aus, gell? Das Lisa, das ist deine. Können wir noch das ist deine. Muss man gucken nachher, ja? Kann sein, dass wir ins Wasser gehen können. Ich denke, wenn ich zwar ein bisschen viel Chlor drin, aber ich denke, wird schon gehen. Die Pumpe ist zwar ein bisschen kaputt vom Pool, aber ich denke, das geht schon. Das kann man länger machen. So, das hier ist auch gerettet. Davon haben wir, von der Soße und von der anderen Soße, haben wir zwei so Beutel voll. Also so große. Also wir haben noch genug Gulasch für bis an unser Lebensende wahrscheinlich. Das ist ganz groß. Also Gulaschsoßen. Normal machen wir die Gulaschsoße immer selbst, aber wenn es vom Foodsharing ist, dann wird es verarbeitet. Da gebe ich auch noch ein bisschen was ab an die Nachbarn und so von dem Zeugs. Weil alles verbrauchen kann man auch nicht. Hat auch keinen Wert, keinen Sinn. Scheiße, ich hätte das Zwischending hier hinten rausnehmen sollen, das Gitter nicht. Da ist jetzt zu spät. Ah, Junge, ist das warm. Dann können wir noch im Wasser rumplatschen. Bestimmt. Hey, gehst du da runter? Hier wird nicht rumgeklettert. Wenn ihr da runterfliegt, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir ins Krankenhaus fahren. Oder Leichenwagen holen. Eins von beiden. Ja? Ja? Das tut dann aua. Das hat die Arzien auch gemacht. Ja, genau. Wo ich das nicht mal kommen? Geht das nicht oben drüber? Wo ich mal. Ah, doch. Das geht sogar, sehe ich gerade, oder? Papa? Wo ich nämlich mal von dem großen Tunnel im Kindergarten runtergeflogen bin, ja. Hat richtig weh getan. Ja, ich weiß. Da warst du auch im Krankenhaus 3 Tage. Nein, das 2 Tage, nicht 3, 2. 2. Was macht eigentlich mein Akkustand? 96%, das ist ja gut. Die App braucht viel weniger Akku wie die andere App. Das ist schon mal nicht schlecht hier. Gefällt mir. Schon mal richtig gut hier. In dem Fall muss ich mir auch kein anderes Handy zulegen, und dann passt das so. Für die Messe. Weil da habe ich gerade immer das Akku-Problem mit dem Handy. Dass das Akku leer geht zu schnell. Und das nervt. Ja. Ich muss mein Wasser holen, ich hab Durst. Oder Felicia, hast du mein Wasser? Ja. Ich hab meine Flasche Wasser. Na, das kommt. Dankeschön. Hält deine Hand vor die Kamera. Lauf mal durch, ich glaube, man sieht dich eh nicht. Papa, halt dein Schnabel. Ah doch, man sieht's. Hör doch auf. Du, redest nicht so mit mir, mein Freund, dann gehst du rein. Nein. Na, hör auf. Ich glaube, du spinnst, Mann. Ich bin doch nicht dein Kumpel. Noch bin ich dein Vater. Da? Ja. Du bist mein Papa. Ja. Au! Hier bist du, Papa. Komm. Lauf. Schwer. Ja, mach das gut. Ja. Guck, halt, du darfst so machen. Guck, man darf es aber so machen, Papa. Guck, hinter seine Kopf so. Ich weiß nur nicht, ob die Kartoffeln hier gar werden. Die sind ja immer noch kalt, Alter. Ja, ich muss nachher tauschen für Platz. Da ist nicht so die Hitze irgendwie. Die will nicht. Aber hier auf der Seite, da ist gut Hitze. Das ist mein kleiner Papa. Was? Mein. Das ist da, wo ich.
Ja, ich weiß, der fliegt da rum und sucht Essen. Muss aufpassen, dass er dich nicht holt. Ja. Ja. Die holt uns ein Essen. Nein, die holt dich als Essen. Ist nicht richtig gut, du musst riechen, glaube ich, darf ich. Ups, ich glaube, ich hole für den Topf den Deckel. Du bleibst jetzt hier. Hier hinten. Da hinten bleibst du. Und ihr fliegt nicht runter, ich fahr mal. Sei nicht so. Ich tue nur 1000 an der Zeit. Komm, setz dich hin, du fliegst raus. Hier drin fang. Hier. Hinsetzen. So. Dann fliegst du runter, dann bekommst du Aua. Vom. Und da musst du ja, wenn er da runterfliegt, bekommt er ganz großes, dickes Aua. Oder so ein Aua, dass er nicht mehr richtig funktioniert. Hallo! Du musst nur hinfliegen. Ja, ja. Gefährlich hier. Sehr gefährlich. Nein! Ich flieg nicht runter! So, wenn ihr diskutiert, geht ihr gleich rein. Habt ihr gehört? Kannst du mir sagen, nichts, ich sag gar nichts, ihr beide. Dann ist gleich vorbei hier. Der fliegt nicht runter. Kannst du ihn dann auffangen? Wie soll ich ihn auffangen, wenn ich hier am Grill stehe und ich stehe ja nicht unten? Aber ja. Ich bin mal hier hochgegangen, da hat Mama mich gefangen. Ja, ja. Und ich weiß, wir haben euch schon hier hochgelupft. Ja. Ja. Das haben wir schon mal gemacht. Von unten nach oben oder von oben nach unten haben wir euch auch schon gemacht. Ja. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Wir können jetzt gleich das Fleisch dazu machen. Auch gerettet, Food Sharing natürlich. Ja. Und jetzt setz dich hin, es gibt Essen. Nein, es gibt kein Essen. Das Fleisch. Ich geh rein, Fernsehen. Halt, wir kommen rein, gehst du rein? Also, wir gehen rein. Du gehst mit rein, oder? Ja, geh doch spielen. Komm, Carlos. Geh doch spielen. Draußen ist kein Fernsehen. Ja, geht rein, Fernsehen gucken von mir aus. Aber heute Mittag gehen wir raus. Ja, ich sag's nur, weil ihr rein sollt. Lauf jetzt zu! Was stehst du jetzt hier ewig rum? Mein Gott, Kinder, furchtbar, echt. Im nächsten Leben hole ich mir 3 Dackel. Ja, 3 Dackel sind auch schön. Guck mal, 3 Dackel sind klein. Die machen nichts. Geht nicht. Du kannst nicht hoch, das ist zu heiß. Wie soll ich die da hoch? Nein, du gehst jetzt nicht da. Komm, geh auch rein. Aber ich will doch hier bleiben. Ja, geh jetzt rein, Sophie. Ich komm. Du zappelst mir. Wenn du vom Balkon runterfliegst, ich kann dich nicht hochfangen oder so. Das ist das Problem. Das Problem ist, hier ist eine Eckbank. Und der stellt sich hier auf die Brüstung, da drüben. Und der ist dann ungefähr auf Brusthöhe. Und wenn er nach vorne gibt, fliegt er mir runter. Und ich kann, wenn ich hier stehe, kann ich ihn nicht auffangen oder heben oder irgendwie irgendwas machen. Und dann kann ich mich nicht konzentrieren, hier auf mein Essen machen. Weil ich sollte jetzt auch noch das Fleisch holen, ich sollte jetzt alles noch... Da ist mir zu gefährlich hier, dass der mir hier rumhampelt. Ja, das ist zu gefährlich. Ich hab da was meiner Frau gesagt, wenn der mir hier runterfliegt, dann ist der Samstag, dann ist die ganze Woche kaputt, die nächste. Und die nächsten 3 Wochen wahrscheinlich. Weil das sind ungefähr über den Daumen gezogen 4 Meter. Und ich glaube, 4 Meter tun richtig weh, wenn man da aufkommt. Ja, ungefähr 4 Meter. Wenn der Kopf voraus runterfliegt, da habe ich dann echt ein Problem. So.
das hier. Das ist seit dem 22.03. abgelaufen. War aber eingefroren bis gestern. Das wurde gerettet einen Tag. Oder einen Tag davor oder einen Tag danach oder am gleichen Tag. Also es ist nichts irgendwie, dass es da ewig abgelaufen im Laden war oder so. Da gucken wir schon da drauf. Es riecht gut, es sieht gut aus. Das Einzige, was es hat, ist ein bisschen Flüssigkeit, aber das ist ja normal. Also das Fleisch ist an sich nicht schlecht, nur die Flüssigkeit möchte ich da jetzt nicht drin haben. Hier gucke ich, ob ich das jetzt so rausbekomme. Ach, den Brokkoli muss ich ja noch machen, stimmt. Den wollte ich ja auch noch machen. Da war ja was. Das ist auch frisch aus dem Kühlschrank. Wir lassen es auch meistens immer auf dem Kühlschrank über Nacht auftauen. Und dann am nächsten Morgen machen wir es raus, bis es dann komplett aufgetaut ist. Oder nur noch ein bisschen gefroren. Und dann passt es so. So, jetzt warten wir es noch mit dem Gemüse zusammen ein bisschen an. Schauen wir mal. Brauchen wir nachher zum Ablöschen, nämlich dann habe ich jetzt gestern rausgefunden, normal nämlich immer ein bisschen Weißwein oder Rotwein aus dem Tetrapack, den billigsten, wo man halt bekommt. Aber mit dem hier habe ich gestern abgelöscht, das Essen hat auch richtig geil geschmeckt, also war auch richtig coole Sache so. Boah, Alter, das ist so warm, Alter, boah. Mir brennt es die Nasenhaare durch. Obwohl hier ein bisschen gerade ein kleiner Wind geht. Trotzdem Arschheiß hier an dem im Topf, im Grill. Da muss ich mal noch einen Deckel holen. Einen Deckel drauf machen. Ist vielleicht auch kein Fehler. Was ist ein Raid? Digitalwelt Original, Raid 7K mit 66 Zuschauer. Wirklich? Wow! Dankeschön, Dankeschön für den Raid. Digitalwelt-Original-Festgrüße. Dankeschön, Dankeschön. Viele Grüße zurück. Ich war vorhin mal bei dir drin, in deinem Stream. Hab dann aber auf die Uhr geguckt und musste dann kochen. Heute komplett, was heißt? Heute komplett Foodsharing und zwar Hähnchen. Also ich mache hier einen Gulasch. Komplett alles Foodsharing, alles gerettete Lebensmittel, Zwiebel gerettet, dann die Karotten gerettet. Und von denen hier haben wir eine ganze Tüte voll gerettet. Und das wird jetzt mal nach und nach verarbeitet. A new follower. Dankeschön für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Und ja, das verkochen wir jetzt heute. Dazu gibt es Kartoffeln, noch Nudeln von gestern. Da haben wir auch ein Kilo Nudeln gerettet, Barilla. Digitalwelt-Original setzt sich die Lippen, lecken das Meinen. Ja, ja. Aber ich habe Bedenken gerade, dass wir das nicht Follower. Das wäre natürlich blöd. Weil die andere Gasflasche ist nämlich leer. Oh, nochmal ein Follow. Dankeschön, John DX5, für dein Follow. Aber jetzt mal gucken, wie weit ich komme, weil ich habe keinen Bock drin zu kochen. Es ist so arschheiß. Und irgendwas Warmes muss ja mal wieder auf den Tisch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir hier das Gas langsam ein bisschen... Die andere Flasche ist nämlich leider leer. Die hier. Da ist nichts mehr drin, muss ich so umtauschen gehen. Aber heute in den Baumarkt gehen? Nein, danke. Heute nicht. Das ist mir zu warm. Dann muss ich halt drin weitermachen, aber das ist ja nicht schlimm. Achso, wo war ich jetzt? Ablöschen tue ich das Ganze, kann ich nochmal zeigen mit dem. Schmeckt richtig gut. Digitalwelt-Original-Safe hat was Rustikales, so draußen kochen. Ja, das stimmt. Finde ich cool. Ja, das stimmt. Hat auf jeden Fall was Rustikales. Da unten habe ich ja noch einen Grill, einen alten. Also Holzkohle, aber seit ich Kinder habe, mache ich nichts mehr mit Holzkohle. Habe ich gesagt, nö. Da
Das geht auch schneller hier, finde ich, wenn man grillt. Und die Kinder haben ja meistens immer gleich Hunger. Und bei Holzkohle muss man immer ewig warten. Aber ich glaube, das wird. Das wird. Ein bisschen noch anrichten lassen und dann schauen wir mal. Ja, aber doch, das stimmt. Das hat was. Das hat was. Back to the roots. Außen kochen. Aber ich schwitze gerade. Boah, mir läuft so die Soße runter. Aber lieber habe ich die Hitze hier draußen. Wie da drin. Da drin ist es echt unangenehm. Das macht auch keinen Spaß. Vitalwelt-Original zählt kein Wunder bei dem Wetter. Ja, wir haben jetzt, okay, jetzt läuft der Grill, aber vorhin war es 26 Grad. Jetzt haben wir 32 hier oben. Aber das ist klar wegen Grill. Das ist ja normal. Das ist ja. Da hilft nur eins viel Wasser, 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 Wasser. Und da ich eh gerade wieder auf Diät bin, also Kalorien zählen, weil ich zu fett bin, ich habe im Urlaub zu viel zugenommen, muss ich wieder ein paar Kilo runter. Da hilft Wasser ungemein. Ich trinke eh viel Wasser. Viel Wasser, selten Bier. Hello. So, was brauchen wir denn? Wasser brauche ich nachher zum. Mal gucken, ob wir schon ein bisschen was ablöschen können, aber ich glaube, das verliert gerade ziemlich viel Flüssigkeit. Obwohl, nee, ist. Komisch, das Hühnchen hat jetzt die ganze Flüssigkeit. Vitalwelt unterstrich original zählt, ich gehe mir jetzt Tomaten holen. Habe spontan Lust auf Tomatensalat, aber ich bleibe im Lob. Jo, dankeschön fürs Loben und. Hier einen guten Hunger und Tomatensalat ist einfach geil, vor allem mit Mozzarella. Boah, das ist so Legende, ein bisschen Basilikum dazu, Mozzarella. Ist einfach eine geile Sache, mag ich auch sehr. Auf jeden Fall, wenn man natürlich Kuhmilch... Vitalwelt-Original zählt ja, Tomatensalat geht immer, bei dem Wetter prima. Ja, das stimmt, Tomatensalat bei dem Wetter. Und Tomaten retten wir auch ziemlich viel, gerade um die Jahreszeit für Foodsharing. Oh, da kommt natürlich auch mal einiges zusammen. Aber meistens koche ich sie dann ein und mache Tomatensauce draus. Weil einfach, man kann so viel Tomaten gar nicht verarbeiten. Oder Gurken. Gott. Wenn wir wieder 50 Kilo Gurken kriegen oder so, geben wir viel her und kochen viel ein. Und oftmals geht es dann auch an einen Bauernhof, weil man das einfach alles auch nicht verwerten kann. Das geht einfach nicht. Man findet nicht so viele Leute, wo so viel Gurken abnimmt. Alles schon passiert. So, nochmal. Ja, wirklich ablöschen ist jetzt auch nicht. Ja, ich glaube, mir gehen langsam die Gasflaschen zur Neige. Ich habe schon noch Vollgas, aber irgendwie will es nicht. Das geht einfach nicht. Naja, egal. Ich lasse es jetzt einfach mal ein bisschen noch mürbe kochen. Dann hole ich mal kurz Wasser. 300 Milliliter, glaube ich, war es. 375. Normal, ich halte nicht viel von so Zeug. Also wirklich, also ich distanziere mich von solchen Sachen. Aber wie gesagt, es ist gerettet und es ist am 13.12. abgelaufen. Ich weiß nicht, in welchem Lager sie das gefunden haben. Wo die das her haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine riesen Tüte voll. Keine Ahnung. So, ich schon mal nehmen. Schauen, ob die jetzt hier irgendwas veranstalten, aber ich glaube, die müssen wir drin machen. Das hat ja keinen Wert. Das geht nicht. Das funktioniert so nicht. Naja. Ja, Griffe werden heiß, aber der Inhalt nicht, oder was? Das gibt's ja nicht. Ein Brokkoli muss auch hier drin machen. Das geht so nicht. Geht schnell. Ja, ja. Also, ja, ja. Nee, wird schon.
Also das kocht auf jeden Fall, das funktioniert. Das geht, ich hätte scheiß Blech rausnehmen sollen, ey. Ich hab total vergessen, das scheiß Blech rauszunehmen. Da könnte ich zumachen, dann würde das alles ein bisschen schneller kochen. Aber gut, ja, ist halt so. Mein Gott, scheiß drauf. Das ist halt die schlechte Vorbereitung von mir. Das ist man ja gewohnt, ne? Ich bin mal gespannt, wenn ich für die Leute, was interessiert, im November, am 9. November, habe ich eine Presseakkreditierung bekommen für eine Whisky-Messe bei uns hier in Villingen. Also ein paar Kilometer von hier. Da werde ich auf jeden Fall auch live machen. Auch eine coole Sache so. Ich war letztes Mal auf der Südwestmesse, habe live gemacht. Da habe ich ein paar technische Probleme gehabt wegen meinem Provider. Das hat ja schon ein paar Tage vorher angefangen. Hatte ich kein Internet und so Scheiß. Und ich hoffe aber, dass es dieses Mal alles gut geht. Ich werde einen Tag schon vorher hingehen, um ein paar Sachen mit der Messeleitung zu besprechen und gucken, ob es da WLAN gibt in der Halle, wo ich dann bin. Weil dann bin ich nicht auf meinen Provider angewiesen. Das ist alles ein bisschen blöd, wenn man das angewiesen ist auf solche Leute. Dann machen wir ein bisschen das hier rein, Wasser. Und jetzt kommt das Schlimmste von allen. Also wie gesagt, ich bin wirklich ein Verfechter dieser Küche. Aber es wird verwendet, man hat es gerettet. Und ich sag mal, in der heutigen Zeit ist, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel Scheiß drin, oder? Zutaten Weizenmehl, okay. 17,3% Zwiebeln, jodiertes Salz, Kaliumiodat, Zucker, Stärke. 8,8% Paprikapulver, Röstzwiebeln, Tomatenpulver, Karamellzucker. Gut, das hast du natürlich drin. Knoblauchpulver, Sellerie, Maltodextrin ist zum Andicken, Karotten. Sonnenblumenöl, Kümmel, gemahlen, natürliches Aroma. Okay, gut, okay. Salbungsmittel, Zitronensäure, Pfeffer, Lorbeer. Also ich hätte jetzt Schlimmeres erwartet. Vor allem, da ist ja gar kein Dings drin. Wie heißt das Zeug nochmal? Wo sie Fleisch imitieren, Fleischgeschmack. Nicht modifizierte Stärke. Der andere Scheiß da. Na hier. Da ist zügig einrühren. Wo steht es auf der Packung? Ein Verfechter dieser Küche, Alter. Das ist schon abartig, mal so. Aber gut, ich sag jetzt mal, von den Inhaltsstoffen her geht, ne? Also gibt es mit Sicherheit schlimmere Sachen. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein von dem einen Zeugs da. Das wird aus Weizen wird das doch gewonnen, aus Weizenstärke irgendwie. Hefeextrakt, genau. Ist gar keiner drin. Nee. Zwiebeln, wie das halt, habe ich es überlesen? Nee, Maltodextrin, okay. Das ist das Einzige, wo ich jetzt sage, okay. Aber natürlich ist Aroma. Ja gut, da kann natürlich alles drin sein. Vielleicht ist es auch versteckt unter natürlichem Aroma, aber ich glaube, nee, das müssen wir deklarieren, meine ich, oder? Das Zeug. Das ist deklarierungspflichtig. Das ist schon fast gesund. Das ist Geschwafel, Alter. Naja. Gut. Oh, warm. So, ich glaube, ich brauche da mal noch ein Deckel. Oh, den kann ich ausmachen. Brauche ich nicht mehr hier drüben. Oh, jetzt muss ich eigentlich nur noch einkochen lassen, weil, oh toll, jetzt ist da irgendwie so ein Fusel reingeflogen, oder? Nee, das ist ja. Nur noch einkochen, jetzt war's eigentlich. Dann haben wir's ja schon. Ja. Das ist jetzt nur noch. Oh, da hängt noch ein bisschen Pulver dran. Ja, ich sag jetzt, sie sieht jetzt auch nicht irgendwie appetitlich aus. Ich kann's gerade mal zeigen, aber. Wenn man alles nicht verbrennt. Wenn man es erkennt, ich weiß es nicht, es sieht halt aus wie, also in der Gastronomie würde ich das jetzt nicht bestellen, also ganz ehrlich. Aber ich hoffe, es schmeckt gut. Ich hoffe, man kann es essen. Ich glaube, ein bisschen Salz kann man hinmachen. Letztes Mal war ein bisschen wenig Salz drin. Ich hole mal kurz einen Löffel, Moment. Ich probiere. Ich gucke gerade nicht. Man sieht dann die Weiche in der Früh, nein, ich lache nicht. Guck gerade, welche Gewürze du hast.
Ja. Ja, ja. Ich glaube, Salz war letztes Mal ein bisschen Mangel gestern. Ja. Also die Produkte sind salzarmer, aber das ist jetzt mit dem ganzen Gemüse, nimmt mir das ziemlich viel Salz raus. Also ein bisschen kann man schon reinmachen. Das ist ja fast wie beim Larver hier. Ich bewerbe mich jetzt. Ich werde jetzt TV-Koch. Ich möchte ihn nicht rausnehmen. Boah, Alter, bin ich schon. Boah, ich schwitze wohl, ey. Hast du Öl? Ne, Öl habe ich da. Boah, die Gradzahl steigt. Weil sonst nachher muss ich unbedingt mich abduschen. Ich glaube, ich schwitze gerade hier alles so. So, dann machen wir noch ein paar Nudeln dazu. Die sind noch übrig. Auch gerettet übrigens, habe ich vorhin schon gesagt. Barilla-Nudeln, 1 Kilo. Packung war aufgerissen. Hat es dann dazugegeben im Laden. Aber ich finde es gut, dass sie so Sachen dann auch nicht wegschmeißen. Also für die Leute, wo es interessiert, foodsharing.de, kann sich jeder anmelden. Da macht man dann ein Quiz. Und wenn man das Quiz bestanden hat, muss man einen, sozusagen, da gibt es wie so eine Art Bezirksleiter, die muss man anschreiben, das sind die Bots. Und dann wird man, muss man zwei Abholungen machen, glaube ich, zwei oder drei Testabholungen mit denen zusammen. Und dann bekommt man einen Foodsharing-Ausweis, dann wird man Foodsaver. Und dann gibt es auch die BIPs, das sind Betriebsverantwortliche, das ist meine Frau, die hat zum Beispiel 3 Betriebe, die darf ich aber namentlich nicht nennen. Ah doch, eigentlich kann ich einen davon nennen. Das ist einmal Chat, das ist eine Kette, Chat-Tankstelle, den darf ich benennen, weil ihr wisst ja nicht, aus welchem Ort ich komme. Und was hat sie noch unter sich? Was eigentlich auch nicht benennen darf, ist die Tafel. Die werfen aber Produkte auch weg. Ja, ja, aber sie wissen ja nicht, woher ich komme. Und du, wenn die sich anmelden, sehen die das eh. Und aber das hat einen bestimmten Grund, warum wir bei der Tafel Lebensmittel retten. Was die, es ist auch wirklich, die müssen sich da auch ein bisschen absichern. Alles, was älter wie 7 Tage abgelaufen ist, dürfen die nicht mehr hergeben. Und man bekommt nun mal aus den Läden auch ab und zu mal Lebensmittel, die länger wie 7 Tage abgelaufen sind. Das ist einfach im Lager irgendwie vergessen oder so. Und dann darf es die Tafel nicht mehr verkaufen oder hergeben. Und sonst würde die Mülleimer bei denen überquillen. Also so ist das jetzt bei uns im Ort. Da kommen dann wir ins Spiel und holen diese Sachen ab. Wobei ja bei solchen Sachen wie zum Beispiel diese Trockenprodukte oder so, die werden ja nicht schlecht, sage ich jetzt mal. Also da muss es ja über Jahre hinweg, Nudeln zum Beispiel oder jetzt wie das mit dem Päckchen, wo ich jetzt da reingekippt habe. Muss ja über Jahre, ich denke mal, das kann man noch ein Jahr oder ein Jahr, 2 Jahre später kann man das immer noch nehmen, solange es richtig gelagert wird. Ich habe gar keine Hitze, oder? Scheiße. Und was uns damals den Arsch gerettet hat, war, meine Frau ist auch bei einem Biomarkt, den darf ich aber nicht nennen, weil es den, glaube ich, nur regional gibt. Da haben wir Öl bekommen, wo damals das war, wo alles so teuer war, Corona-Zeiten, mit dem Öl und so. Da haben wir dann gekriegt 2 so Klappboxen voll mit Ölflaschen, Bioöl. Die haben wir dann auch hergegeben, Nachbarschaft. Die haben sich alle so tierisch gefreut, weil es hat ja keiner mehr Öl gekauft. Die Flasche Öl 6, 7 Euro, das zahlt dir kein Mensch. Bio-Olivenöl oder sowas, ne? Das zahlt dir ja niemand. Also irgendwo ist auch eine Grenze gesetzt gewesen, sag ich mal, beim Preis, wo man einfach dann sagt, okay, das sehe ich nicht mehr ein zu bezahlen. Und so war es dann. Genauso wie mit Butter. Da haben wir auch, ich habe einen neuen Gefrierschrank gekauft, extra für Butter. Weil wir so viel Butter gekriegt haben, weil die Leute das auch nicht mehr bezahlt haben. Und die Läden müssen es natürlich irgendwann weg. Weil es einfach nicht mehr, Haltbarkeit ist einfach drüber. Und die dürfen es nicht mehr verkaufen, ist ja klar. So, ich glaube, das sieht gut aus, das lassen wir so. Und da fängt es auch schon ein bisschen an. Ah ja, es kocht. Das ist gut. Jo. Also ist eine feine Sache, ich finde es eine tolle Sache, Foodsharing. Und wir gehen seit 2 Jahren ungefähr nicht mehr einkaufen dadurch. Also nur noch Getränke quasi. Ich hole nur Wasser oder mal irgendwas anderes, Saft oder irgendwie. Und ich habe halt zu meiner Frau gesagt, okay, wir haben eh jetzt nicht so viel Geld, sage ich jetzt mal, durch mich, da ich ja in Erwerbsminderungsrente bin, durch diversen Krankheiten.
Und meine Frau hat die Elternzeit jetzt und ich kann die Kinder nicht versorgen, weil ich ziemlich ich bin ziemlich schnell im Stressmodus. Und dadurch habe ich ein bisschen ein Problem, dass ich über mehrere Stunden meine Kinder beaufsichtige quasi. Weil irgendwann ist mein Stresslevel so hoch, dass ich dann nicht mehr kann. Dann geht mir Blutdruck, Kreislauf, alles richtig zusammen. Das ist auch ein Grund hinter von meiner Krankheit. Und dadurch kann meine Frau derzeit nicht arbeiten. Und wir leben quasi von meiner Rente. Und das Kindergeld geht komplett für die Kinder drauf. Also die Windeln, alles kauft sie, Klamotten. Und deswegen ist für uns auch Foodsharing eine finanzielle Sache. Also das soll nicht im Vordergrund sein, aber es ist für uns eine Hilfe. Ja, ganz einfach gesagt. Deswegen bin ich froh, wenn wir immer mal was kriegen oder auch gern mal was weitergeben an unsere Nachbarn oder so. Die freuen sich auch immer. Und ich werde auch mal, wenn mal meine Frau eine Abholung macht, eine große Abholung, dann werde ich mal einen Livestream starten und das einfach mal zeigen, was es da alles so gibt. Also wir hatten schon einen ganzen Kofferraum mit Joghurt voll. So die 1 Kilo Eimer Joghurt war, und wir haben so einen Dacia Doker. Der war komplett voll. Wir haben die Rückbank umklappen müssen und der war komplett voll mit Joghurt. Und das alles an einem Tag dann zu verwirtschaften und sagen, Leute, holt ab, das war schon eine Herausforderung. Also da bin ich mal ins Schwitzen gekommen. Oder zum Beispiel Hip-Nahrung. Da gibt es für Kita-Einrichtungen gibt's so Kartons mit so Nudelgerichte. Das sind so Platten, die sind in Tüten drin, also Großpackungen. Die sind in Tüten drin eingefroren. Haben auch mal gekriegt, den ganzen Kofferraum voll. Und das war noch gefroren, die Ware. Gott sei Dank war es Winter und das konnten wir über einen halben Tag quasi bei uns im Keller lagern, weil ich habe einen Erdkeller, also auf dem Fels. Und da war es richtig arschkalt. Und dann haben wir das auch nach und nach, über einen Tag, haben wir das verteilt bekommen. Aber da sind wir auch ins Schwitzen gekommen, weil wenn das natürlich alles auftaut, wird es schlecht. Aber Gott sei Dank war das so eine Masse an Kartons, die haben sich selbst wieder gekühlt. Da gibt es schon manchmal Situationen, auch man bekommt auch manchmal ziemlich viel. Also hat es alles schon gegeben, ne? Oh ja, das wird irgendwie schon weich. Dass meine Tochter auch essen kann, die ganz kleine, die ist anderthalb. Muss ich nur ein bisschen gucken, dass es schön durch ist. Und man lernt natürlich auch neue Leute kennen, das kommt noch dazu. Das ist auch eine schöne Sache. Man erweitert dadurch auch ein bisschen sein Umfeld. Salat dazu, oder? Ja, mach schon Salat dazu. Ist es warm drin? Nö, drin ist gut. Hier draußen ist es warm? Nein, da gehst du nachher. Ja, ich muss nachher erstmal mich abkühlen. Aber jetzt nicht, da steht lauter Zeug. Kannst du nachher gießen, wenn so J.E. abends. Du musst aber halt hier fertig sein, oder? Ich? Ja. Wer isst dann drin, nicht, dass du mir im Kochstand. Ja, hier draußen kocht man schnell. Ja, wir haben jetzt... Ja, es hält sich bei 32. Ja, angenehm. Ich starte dich auf die Chat nicht mehr, und hab ich... Wie der Chat? Achso, im Chat? Nee, da ist ruhig. Da ist gerade ruhig. Das hat bei mir nicht abgehört. Achso, ja, ja. Aber hier ist gerade. Da ist ruhig. Ja, meine Frau ist Moderator, deswegen die macht sich da mal ein bisschen Gedanken. Deswegen Chat. Im Normalfall ist es kultiviert bei mir. Es gab einmal oder zweimal Situationen, da sind die Leute abends reingekommen, haben ein bisschen Ärger gemacht. Aber ich glaube, das hat jeder Streamer. Ey, nicht, dass mir die Scheiße hier schmilzt. Nee. Oh, das ist gutes Material, also muss ich ja sagen. Aber solche Vögel gibt es halt nur mal, wo reinkommen und gleich loslegen. Ist traurig, aber naja, kann man nichts machen. Es gibt immer diese 1%. Jo. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ah ja, stimmt, man lernt neue Leute kennen, das ist auch eine tolle Sache. Man lernt neue Kontakte zum Beispiel. Wenn man Hilfe braucht, hat man dann ein paar an der Hand. Also es ist schon eine coole Sache, es ist so eine eingeschworene Community, also es ist hilfreich. Und es macht Spaß. Also gut, ich habe mich zurückgezogen von dem Ganzen ein bisschen, weil das ist meine Frau ihr Hobby. Ich freue mich nur über die Sachen, wo sie immer mitbringt, die Lebensmittel. Aber das ist halt natürlich, wenn man Süßigkeiten bekommt, Lebkuchen, tonnenweise Lebkuchen im Winter und so.
Also muss man schon ein bisschen auf die Linie achten, dass es nicht zu übertrieben wird. Mal probieren, wie das schmeckt. Ist es jetzt schon soweit? Mal die Soße. Ja. Aber irgendwie, das Gemüse, das zieht mir voll Salz aus dem Essen. Also wirklich, ich brauche doch noch ein bisschen Salz. Ich esse, also aufgrund von meinem Problem mit meiner Pumpe, esse ich eigentlich ziemlich wenig Salz. Wirklich. Aber das ist mir jetzt gerade echt auch ein bisschen zu wenig. Und ich esse salzarm. Wenn ich in der Gastronomie essen gehe, also voilà die Waldfee, da geht mir der Blutdruck hoch. Wenn die das Zeug alles so übersalzen, aber das ist ja irgendwie normal in der Gastro, da hauen die mal ordentlich was hin. Aber wie gesagt, salzarm ist besser. Die Ernährung salzarm machen. Oh ja. Ja, sieht gut aus. Ja, gut. Da werden die auch ein bisschen warm. Also heute ist so ein Mischmasch-Essen. Nicht wundern, weil jetzt hier noch Nudeln sind. Kartoffeln habe ich vorhin hier gehabt. Drin habe ich noch Knödel. Heute ist so ein bisschen so ein Mischmasch. Also nix Volles und nix Ganzes. Nix Halbes und nix Ganzes. Also heute ist ein bisschen durcheinander alles. Aber ja, mein Gott. Nicht schlimm. Heute ist richtig Freibadwetter, aber ich kann nicht ins Freibad gehen. Geht einfach nicht. Aber ich kann euch mal zeigen. Kurz einmal, ich muss kurz hier das Kabel raus. Meinen Garten kann ich euch zeigen. Da ist ein bisschen Pool. Nur habe ich das Problem, dass mir gerade die Pumpe, die arbeitet nicht mehr richtig. Die habe ich auseinandergebaut, habe geguckt, was los ist. Und entweder war sie verstopft oder ich habe keine Ahnung. Also ich habe ein Stück Plastik rausgezogen. Dann hat sie wieder richtig gearbeitet oder besser gearbeitet und jetzt ist schon wieder so. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe sie komplett sauber gemacht, aber ich denke halt einfach, dass jetzt die Leistung einfach verbraucht ist von der Pumpe. Denke ich mal. Und jo. Man sieht auch noch Dreck unten am Grund. Da wo jetzt gerade der Skimmer vorbei, der Schatten, da ist noch Dreck. Und ich wechsle da das Wasser nie. Also das Wasser ist von 2019. Ich mache nur Frischwasser dazu. Und ich tue dann den Pool jedes Mal reinigen. Und mit dementsprechender Chemie kriegt man ja alles wieder sauber. Ne? Also wenn ich mir denke, das Wasser war ja grün am Anfang. Also richtig grün mit Mückenlarven drin und lauter Scheiß vom Winter und nach dem Winter jetzt. Und jetzt ist das Wasser wieder klar. Also kann man mal sehen, was die Chemie ausmacht. Das könntest du jetzt rein theoretisch, wenn jetzt das Chlor und das Algenmittel wieder raus ist, könntest du rein theoretisch wieder trinken, das Wasser. Wäre wieder pH-Wert, ist wieder bei 7,6. Habe ich eingestellt und dann halt mit den ganzen Mittelchen habe ich dann quasi die Scheiße rausgekriegt. Oh, ich muss mal kurz nach dem Essen gucken. Moment. Da brutzelt's. Und vor allem, ich finde es cool, dass der Pool, das ist ja nur so ein Aufstellpool, dass der das überlebt hat, die ganzen Jahre im Winter draußen befüllt. Ich habe ihn im Prinzip nur mit einer Plane abgedeckt, die hat man ja jetzt gerade gesehen. Links neben dem Pool ist die gelegen, die lasse ich gerade ein bisschen abtrocknen und dann muss ich sie abkehren. Und nur anhand dessen habe ich die abgedeckt. Früher hatte ich noch Poolkissen drin, damit die Plane nicht reinhängt ins Wasser. Aber das hat sich dann irgendwann, nee, wollte ich nicht mehr. Der Aufwand war mir zu groß einfach. Und nö, so geht es jetzt eigentlich richtig gut. So finde ich das eigentlich eine feine Sache. Ja, geht. Ja, die Nudeln sind auch bald durch. Gut, da sieht es auch gut aus. Da darf noch ein bisschen Flüssigkeit verdampfen. Ist mir noch ein bisschen zu flüssig. Also ein bisschen was weg.
Ja gut, das ganze Gemüse hat jetzt auch noch abgegeben, dann ist ja klar. Boah, hab ich schwitz richtig. Boah. Aber einmal, zweimal oder dreimal in der Woche muss man auch wieder was Warmes essen. Man kann nicht immer nur kalt essen. Dann muss man halt doch mal irgendwas kochen. Und essen gehen, nee, mache ich jetzt nicht. Kostet auch wieder einen Haufen Geld. Mit Kindern, da bist du gleich 70, 80 Euro los. Immer so eine Sache. Und Döner esse ich nicht mehr. Seit die Preise so hoch sind, esse ich keinen Döner mehr. Hm. Das ist irgendwie... Da gehe ich dann doch lieber zu meinem Chinese und kann Buffet essen. Aber heute ist, glaube ich, Buffet teuer. Samstags zahlt man ein bisschen mehr. Zahlt man, glaube ich, auch 23 Euro pro Person. Aber unter der Woche zahlst du, glaube ich, 14,50. Da geht's. Das kann man auch mal in Anspruch nehmen, sage ich. Ups. Na, komm rein. Gut, sehr gut sieht's aus. So. Ja, die, wo jetzt von Digitalwelt Original kommen, wollte ich noch sagen, die Leute, wenn noch welche da sind. ich gucke den auch ziemlich gerne, aber wie gesagt, heute ging es leider nicht, aber den werde ich mir morgen wieder geben. Sehr netter Typ, ich finde ihn so korrekt. Das ist so eine ehrliche Haut, ich mag ihn richtig. Und ich finde den echt korrekt. Schade, dass er nur am Wochenende streamt. Schade, wirklich schade. Ich würde den viel öfters anschauen. Und ich habe ihn meistens auch, selbst wenn ich dann stream, also jetzt gut, hier draußen habe ich es jetzt nicht, geht nicht mit Handy und Dings. Aber wenn ich jetzt am PC Wochenende stream, habe ich ihn immer im Log. Weil ich unterstütze ihn so gern. Weil ich den so korrekt finde. Und korrekte Menschen mag ich einfach. Ich unterstütze korrekte Menschen. Ich habe schon so viel in meinem Leben Scheiße erlebt mit falschen Arbeitskollegen und falschen Freunden. War auch schon wegen dem in richtig Probleme. Also damals, wo ich noch in einem Club war, in den jungen Jahren war ich mal in einem Biker-Club quasi, in einem Rocker-Club. Und da habe ich ziemlich viele Sachen erlebt. Und auch danach, wo ich dann gedacht habe, das sind meine richtig guten Kumpels, hat sich dann herausgestellt, doch nicht. Und da war ich ziemlich lang, bis ich meine Frau kennengelernt habe, war ich da dabei. Und dann haben die expandiert mit einem großen Club. Also ich sage jetzt nicht, welcher Club das war, wo ich drin war und mit welchen wir expandiert haben, aber es war dann ein großer Club. Und das war mir dann eine Nummer zu groß. Also für mich habe ich gesagt, ich hatte dann die Möglichkeit auszusteigen. Und dann hast du gemerkt, wer wirklich dein Freund war und wer nicht. Aber sonst wäre ich heute wahrscheinlich irgendwie unter Schwedischen oder... War schon eine heiße Sache damals, was man so durchgemacht hat. Aber mit Familie, Kinder und so, das kann ich nicht vereinbaren, das ging einfach nicht. Und auch ziemlich viel Scheiße gebaut in der Zeit. Also war nicht ohne. Deswegen sage ich, korrekte Menschen findet man sehr, sehr selten. Und ich finde halt, der Digitalwelt Original ist echt ein korrekter Typ. Ich mag ihn. So. Gut, das sieht doch fein aus. Jetzt kriege ich auch langsam ein bisschen Hunger, weil ich mache eine Diät, 1500 Kalorien Diät. Falls euch das bekannt ist. Hast du quasi am Tag nur 1500 Kalorien und mit denen musst du haushalten. Was sagt eigentlich der Akku von meinem Handy? 21%, ah ja gut, das geht noch. Und heute Morgen habe ich knapp 380 Kalorien fürs Frühstück verbraucht. Das wird nicht so viel haben, denke ich mal. Da ist viel Gemüse drin und Fleisch, Hähnchenfleisch geht. Nudeln werde ich meiden. Ich esse dann nachher eher Kartoffeln. Das sollen meine Kinder essen, die Nudeln. Ich glaube, die kann ich jetzt auch mal langsam runter und meiner Frau geben. Ja. Sonst werden die hart. Ich bin kurz zu meiner Frau. Moment. Guck mal.
Nudeln. Du Wahnsinnige! Ja, kannst du Nudeln probieren. Mein Sohn, gleich Nudeln probieren? Natürlich darfst du Nudeln probieren, mein Freund. Mein Sohn, klar. Ja. So, was machen wir heute Mittag noch? Im Pool liegen und sonst nichts. Am besten ruhen. Bei dem Wetter machen wir nicht viel. Das ist echt krass. So, dann lassen wir das noch ein bisschen runter. Ein bisschen köcheln. So. Ein bisschen runterschalten. So. Ja, jetzt mal gucken, wie wir. Ich so kurz ein WhatsApp. Jetzt mal kurz ein WhatsApp Kollege schreiben. So. Gut. So. Aber das Wetter, ich weiß nicht, in Deutschland, ich weiß nicht, aus welchen Regionen hier der Chat kommt. Also ich bin ja von unten von Baden-Württemberg. Und bei uns ist entweder so, es ist arschkalt oder es ist arschheiß. Das ist gerade ganz komisch, aber mir ist es jetzt erst seit den letzten Jahren irgendwie so vorgekommen, dass es, das Wetter ist ganz komisch. Hat es was mit Klima zu tun oder, also es ist echt komisch. Und dann, wenn es regnet, regnet es, ich habe ja, man sieht ja hier, ich kann es euch gerade mal zeigen, also nicht erschrecken, wir sind nicht aufgeräumt, ich muss den Garten erst aufräumen, wir sind erst vom Urlaub heimgekommen. So, WLAN wieder da. Und mit dem Fels hat man hier, hi Crazy, servus. Hat man, also das Haus ist direkt auf Fels gebaut und dadurch habe ich im Keller ziemlich viel Feuchtigkeit. Aufgrund dessen, dass ich ja eh ein Dings habe, ein Erdkeller sozusagen. Und dadurch drückt es mir das Wasser von unten wieder hoch, wenn es ziemlich viel regnet. Und es hat jetzt die letzten 3 Wochen nur gepisst. Ich habe richtig, also richtig Feuchtigkeit im Keller. Gott sei Dank ist es ein altes Haus, es ist nicht so... nicht so dicht gebaut. Das ist schon seit Jahren so, seit Jahrzehnten. Also es schimmelt auch nicht, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie die das früher gemacht haben. Ohne Scheiß, das Haus schimmelt einfach nicht. Es schimmelt nicht. Keine Ahnung. War das früher eine andere Bauweise oder... Ich weiß es einfach nicht. Ah ja, Crazy Rocker, the Raid kam von Digitalwelt Original. Carmen Raid. Deswegen sind heute so viele da. Bin auch erschrocken. Unterstrich Rocker seltsam nice. Ja. Und hat es noch bei dir geklappt? Die der Psycho ist jetzt krankheitfrei, der hat keine Krankheit mehr. Nur mal so zur Info, der hat es gestern Abend noch irgendwie hingekriegt. So. Guten 90 Set Helm. Izzy-Rocker said nein, bin immer noch infiziert, haha. Okay. Ja, also irgendwie. Ich glaube aber, das geht von alleine weg. Der hat die Antibiotikum genommen. Also wir reden gerade von DayZ-Chat. Und ja. Aber dann ist es irgendwann noch von alleine weggegangen. Aber kannst du ja sehen, im letzten Stream am Ende, da hört es dann auf. Von gestern. So, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Das Essen. Wow, krass, also ich muss es mal sagen. Dankeschön für die 15 Zuschauer, wirklich krass. Echt cool. Hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich hatte noch nie 15 Zuschauer, krass. Wahnsinn. Ah, ich bin total verschwitzt. Ich würde ein bisschen mein T-Shirt ausziehen, aber ihr könnt ja nicht meinen nackten Oberkörper sehen. Das geht ja nicht. Das will ich euch nicht antun. Das ist so unästhetisch. Oh, lass
erstmal noch ein bisschen brutzeln. Umso länger, umso besser. Ja, siehst du, Rocker, jetzt habe ich mich so entschieden, dass ich hier draußen das mache und nicht in der Wohnung. Einfach zu heiß. So. Aber so mit der Boxe finde ich es gut, da brauche ich nicht immer die Kommentare lesen. Da kriege ich es einfach vorgeredet. Also hat schon Vorteile, finde ich. Aber ich muss mal die von meiner Frau ausprobieren. Ich glaube, die ist ein bisschen besser. Die ist nicht so gut. Das ist ein bisschen ein älteres Modell. Habe ich mal vom Netto gekauft. Naja, der raschelt es auch schon da drin. Also ist schon ein bisschen kaputt. Aber ich benutze halt immer die Sachen, bis es am Arsch geht. Bin zu geizig, Geld auszugeben für neue Sachen. Lieber nehmen, bis es kaputt ist. Mensch, das reicht. Ah ja, zeig mal, guck mal, Chat. Ha, kann man essen, oder? Gut, bei dem Wetter. Bist du soweit? Die werden langsam zu. Jojo. Jo. Brauchen die Snickers. Ein Snickers? Ein Snickers brauchst du. Ja, es sollte noch. Na, ich mache mal kurz Vollgas. Ich muss noch ein bisschen Flüssigkeit raus. Ich finde, das ist immer noch zu flüssig. Ich mag es nicht, wenn das so. Es ist wie eine Suppe. Das mag ich nicht. Ja, gut, Fleisch ist Mürbe, oder? Testen. Oh ja, du kannst meine kleinste auch essen. Sehr gut, sehr gut. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So. Gut, in dem Fall muss ich mal kurz gucken, ob ich mich irgendwie noch. Moment. Ich muss hier mal ein bisschen aufpassen wegen Empfang. Servus. Seht ihr mal, mit wem ihr es zu tun habt? Fliegt es jetzt nach hinten, ist mein Handy weg. Dann fliegt es nämlich runter in den Garten, 4 Meter. Und dann habe ich ein Problem. Jetzt soll ich mal nur kurz gucken, ob das so geht. Jo. So. Oh je, mein Bart ist total verschrubbelt. God damn it. In dem Fall, Dankeschön fürs Zuschauen euch allen. Und jetzt werde ich mit der Familie essen, da brauchen wir es nicht filmen, da ich ja meine Kinder nicht filmen. Solange die sich selbst entscheiden können, ob die ins Internet wollen oder nicht, machen wir das nicht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag alle zusammen. Genießt das Wetter, schaut, dass ihr euch eincremt. Ich creme mich nie ein, ich werde es irgendwann mal wahrscheinlich bereuen. Aber ich bekomme keinen Sonnenbrand. Ich weiß nicht warum, aber ich bekomme irgendwie keinen Sonnenbrand. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Aber die Haut merkt sich eh alles. Also irgendwann wird sich die ganze Scheiße rächen. Nehme ich mal an. Im Leben. Aber auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag. Genießt das Wetter, ehrlich. Sauber. Was macht es denn eigentlich da oben? Ein bisschen Schlieren haben wir jetzt. So Schlieren, Wolken, aber genießt auf jeden Fall. Trinkt ein Bierchen oder sonst irgendwas. Und vielleicht sieht man sich dann morgen beim Stream. Oder spätestens nächste Woche. Da habe ich ja noch eine Magenspiegelung am Donnerstag. Da bin ich mal gespannt, ob ich die überlebe. Eine Spiegelung und ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao Leute, macht's gut.